Und dann würde ich sagen, lass uns Richtung Heimat gehen, dass wir erstmal das Inventar raus loswerden. Und dann müssen wir in die andere Richtung und gucken, ob da Eisen ist. Das habe ich aber noch nicht gehabt. Also so lange Wege bis zum nächsten Eisen habe ich noch nicht gehabt. Okay. Pass mal auf. Es kann dann sein, dass das auf der anderen Seite quasi direkt um die Ecke liegt. Das Halle allerdings hatte ich schon. Dass ich mich doof gesucht habe und wäre ich in eine andere Richtung gegangen, hätte ich es direkt vor die Füße gehabt. So, ich bin Richtung Vordertal unterwegs, ne? Ich sehe dich nämlich nicht. Bin direkt hinter dir. Ach, da bist du. Ach, du gehst zu Fuß, langsam. Ja, ich. Wenn ich stehen bleiben muss, von wegen Stamina, sag Bescheid, ne? Ich bin mal kurz stehen geblieben wegen Essen. Das ist auch nie verkehrt. Na, Ich Essen habe können wir auch mal kurz wieder was. eine Donation der besonderen Art bekommen. Trinkgeld, und zwar ein Eine dünn. Stückchen Fleischwurst und Pommes beliebtes Käsebrot. Ja, okay. Dixi-Dixis Minecraft-Brot, aber der Balu hat's gerochen. Mist. Du hast Der ein Balu nettes hat's gerochen. Frauchen. Und eine Katze mit Hunger. Oh, und ich habe da gerade, glaube ich, auch was zu essen gefunden. Sehr schön. Pflanzliche Basis. Ich bin hier gerade wieder Richtung Vorderteil unterwegs. Das müsste in etwa so die Richtung sein. Jetzt habe ich keine Stamina mehr. Da sind wir aber echt verdammt weit gelaufen und immer noch kein Eisen. Ja, wir müssen tatsächlich in die andere Richtung. Das ist schwierig. Das haben sie mittlerweile ganz gut versteckt. Ah, Promethium hatten wir jetzt ja noch gar keins geholt, ne? Du wolltest ja keins holen. Du Ja, hast weil. gesagt, brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir Jo. natürlich schon. Hast du denn noch Platz frei? Bist du in der Nähe? Ich hab ja 5 Plätze frei. Dann lass uns da doch, wenn du in der Nähe bist, weil ich bin jetzt nur 200 Meter von weg, weißt du? Dann lass uns da doch mal eben ein bisschen einsammeln. Hier so eine Kaffeepflanze. Nee, wie heißt es? Alien Dorn. Ja, das ist jetzt gerade nicht so interessant. An sich auf jeden Fall. Also wenn du Platz hast dafür, nimm mit. Also Promethium. Gut. So, bei dem Promethium habe ich die Baulampe noch? Nee, ne? Ach nee, die haben wir da hinten hingestellt. Ich gehe hier schon wieder unter. So, erstmal kurz Stamina sammeln. Bei dem gehen wir allerdings locker 30 Meter vorher schon in die Erde. 7. Ja. Da gehen wir und dass wir uns schräg runterbohren. Damit wir im Zweifel, ich möchte das so beibehalten, damit, wenn wir mal mit Hover oder was unterwegs sind, damit wir uns wirklich immer direkt einen Gang bohren, damit wir im Zweifel, wenn Drohnen oder was auftauchen, nicht irgendwie versuchen müssen, oben rauszubohren, sondern dass wir direkt einen Gang haben, weißt du? Von unten durch die Erze durchbohren ist wesentlich einfacher und ruhiger, als wenn du anfängst, Ich bin unter jetzt Hektik. 24 Meter davor, aber ich würde gern von hier unten anfangen. Von wo anfangen? Ich Wo sehe ich jetzt dich gerade ja. bin. Naja, ich. Ah, du bist hinten rüber, ne? Andere Seite. Hören tue ich dich wohl. Was machst denn du da kaputt und heile? Ah, da bist du. Ja, ist so eine gute Ecke. Ja. Und schön schräg runter, dann geht das. Zwischendurch mal immer ganz kurz aufhören und einmal hören, ne? Nicht, dass die ganzen Blumen hier sind. Drohne, Drohne. Jetzt was? Zusammen? Ich sammle. Jetzt weißt du auf jeden Fall, warum ich gesagt habe, zwischendurch immer mal kurz aufhören und hören.
Ja, das ist echt nicht unwichtig. Bleibst du mal kurz an der Ecke und leuchtest mit deiner Waffe mal in die Richtung, dass ich gleich wiederfinde? Ja. Ich bin schon wieder halb im Wasser. Da macht sich ein einäugiger Bandit an das... Oh, da sind sogar gleich zwei. Und, ist das hier? Ja. Und wieder Munition. Das ist sehr gut. Ah, da bist du ja. Zumindest das Lager. 700 Meter sind wir vom Outpost entfernt. Die Uhrzeit. So, ich grab mal weiter. Yep. Und ich muss mir mal ganz, ganz kurz... Moment. So, da ist er wieder. So, mal gucken, wo du bist. Weil aktuell... Ah, da irgendwo musst du sein. Entschuldigung. Ja. Ich bin wirklich nur reingelaufen. Ich wollte dich nicht anspringen. Oh, du spuckst mir ja auf den Kopf. Das geht ja nicht. So, aber so siehst du dann wenigstens auch was, weißt du? So ist besser, ja. Ja, deswegen habe ich immer die Taschenlampe mit. Wollte ich mal ruhig ein bisschen schräger runter. Noch weiter. Ja, das ist tief in der Erde. Die haben die Erze so, dass die wirklich am meisten nach unten gehen und nur wenig nach oben. Beziehungsweise zur Seite. So, dass du halt noch hochlaufen kannst, ansonsten so schräg runter wie möglich. Warum hörst du mich, wenn du am Drillen bist? Ja. Gut. Wenn du das Ding, das Prometheum-Erz, quasi direkt über deinen Kopf hast, dann stehst du, guck mal, da ist es schon. Dann stehst du drunter. Das Blaue ist es. Und jetzt wirst du gleich sehen, es geht hundertprozentig noch eine ganze Ecke tiefer, wenn wir Pech haben. Sammelt oder nicht? Ja, da hoffe ich auch noch, dass die so eine Sammeltaste machen. Drei Stück, ja. Weil jedes Mal so einzeln einsammeln, auch doof, ne? Kannst du mit einsammeln? Wenn ich einsammle, bin ich zu nah an dir ran, dann kann ich die nicht mehr ausleuchten. Ein bisschen Käse teilen. Oh, noch höre ich auch nichts Schlimmes. Also noch kannst du ganz gemütlich machen. Ich muss mal kurz was essen. Ist ja ganz schön rum, ne? Oh nein. Ich habe ausweisend nachgeladen, tut mir leid. Ist ja nicht so schlimm, ich habe ja auch noch einen Reserve mit. Es gibt ordentlich XP hier unten. Ja, das ist gut. Dann kannst du ja eventuell die Sachen herstellen, die ich nicht herstellen kann, beziehungsweise... Ja. So ist es eigentlich. Darf ich dir noch einen kleinen Tipp geben? Bitte. Wenn du dir quasi so ein bisschen so einen Gang nach oben bohrst, durch das Prometheum durch, ja, bis du oben angekommen bist, dann kannst du es oben Stück für Stück nach unten hin abnehmen. Das ist einfacher, als wenn du jetzt hier versuchst, erst hier unten alles abzunehmen und dann irgendwie nach oben zu kommen. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe jetzt 23 in der Tasche. Wollen wir hier später nochmal reingucken? Du hast jetzt auch 30, ne? Ich hab fast 100.
100 schon fast. Wow. Wie weit hast du dich damit jetzt hochgelevelt? Mal ganz kurz, ich muss mal schnell einsammeln. Ich bin jetzt Level 7. Das ist sehr gut. Ach stimmt, ich wollte ja noch... Aber ich finde die... Ach, man kann ja noch runterscrollen. Ach, guck an. Ein Kühlschrank. Den kann ich schon mal lernen. Den können wir nämlich dann gleich auch brauchen. Fringe. Oh, es gibt mittlerweile einen Kühlschrank Stufe 2. Da haben wir die Türen. Ich schalte mir jetzt mal so ein paar Sachen dabei frei. Hi, mach mal. So, auf jeden Fall können wir... Sehr schön. Mit Level 7, dann kannst du auf jeden Fall die Erste-Hilfe-Station freischalten. Wenn ich sie nicht wieder zerstört, dann aus Versehen. Wie zerstört? Es ist mir schon mal gelungen. Nein, ich meine freischalten im Tech-Team-Menü. Es gibt jetzt zwei Kühlschrankstufen, das ist natürlich auch interessant. So, ich habe noch 39 Punkte. Da kann ich ja für den Hover schon mal ein bisschen was freischalten. Cockpit zum Beispiel, habe ich ja schon. Was ist ein riesen Lager, ist ja Wahnsinn. Ja, Größe 7 halt, ne? Warum kann ich denn die Sachen nicht freischalten? Wo bist du? Ach, da bist du. Da wirst du um die 700 Stück rausholen. Du kannst ausrechnen, die Größe mal 100. Pi mal Daumen. Das ist, stimmt nicht genau, aber das ist so ein Pi mal Daumen, was man so sagen kann. Echt Wahnsinn. Hast du noch genug Licht? Das war noch gar nicht freigeschaltet, guck an. Hau mich mal hier schön rein. So, ich glaube, Kapitalwessel, da schalte ich jetzt gar nichts für frei. Das ist Verschwendung, denke ich. Sieht aus wie eine Ameisenbau hier. Mhm. Deswegen sagte ich ja so. Ach, die ganzen Starter werden automatisch freigeschaltet, so wie es ausschaut. Die kosten nichts. Oh, wir können die Frachtboxen machen. Sehr schön. Und den Wassergenerator. Ach verdammt, dafür fehlen mir jetzt die Punkte. Guck mal bitte kurz auf deine Punkte. Und dann tu nochmal drillen und guck dann nochmal auf deine Punkte. Drillen? Ja, was du gerade machst. Technikbaum oder was? Ja, im Technikbaum auf deine Punkte gucken, wie viel du hast. Also oben links, wo Aviable Unlock Point steht. 135. Okay, drill mal kurz. Nur kurz. Und dann gucken wir, ob du dafür auch Punkte kriegst. Soll ich hier noch ein bisschen bohren? Ja. Reicht schon? Nee, sammle ein, mach so, dass du einen einsammelst, so ist richtig. Kannst du schon? Immer noch 135. Okay, dann gibt's dafür keine Punkte. Gut, aber dann kannst du gleich auf jeden Fall den Wassergenerator freischalten. Und die Erste-Hilfe-Station.
Dann kannst du nämlich die beiden Sachen schon mal bauen, weil du sagst, du bist Level 7. Mhm. Ansonsten habe ich bis Level 5 jetzt soweit alles freigeschaltet. Dann kannst du quasi bei Level 7 anfangen, die Sachen alle freizuschalten. Für den Small Vessel, für den Hover Vessel und für die Building Blocks und für die Base. Oben bist du, ich sehe hier fast nichts mehr. Ich drehe mich einfach mal. Wow. Jetzt ist es wieder hell. Irgendwas brüllt da. Mhm. Ein Saurier. Wie viel hast du denn jetzt von denen? Dann lassen wir das erstmal gut sein. Da glaube ich sehr, sehr viele. Ja, dann einfach mal kurz einsammeln. Dann machen wir mal Ausnahms. Normalerweise mache ich es ja nicht, aber dann lassen wir das jetzt einmal gut sein. Wir können das eh nicht markieren. 355. Ja, das reicht erstmal. Pass auf, dann lass uns nach Hause gehen. Dann mach dir die Taschen mal leer. Und dann kannst du nämlich ins Tech-Tree-Menü reingehen und quasi alles lernen ab Level 7. Weil alles, was unter Level 7 ist, das habe ich jetzt gelernt. Ach, geht's ja bei den meisten gar nicht. Da musst du ja drunter trotzdem lernen. Ich depp. So, da ist der Outpost. Du bist hinter mir? Irgendwo da vorne bist du ja. Ja, nicht, dass du zu weit weg bist, wenn du da angegriffen wirst, ne? Ja, irgendwo sind wir nebeneinander. Gut. Ich laufe mal hier im Dunkeln uns gerade über die Füße. Ja, ich schwimme jetzt quasi auf direktesten Weg Richtung Akua-Post. Bei Schwimmen habe ich keine Lust, das ist gut. Der will mal wieder. Ich höre, wie du röchelst. Ich kam nicht schnell genug nach oben. Ja, du kannst ja auch schnell schwimmen, das geht auch mit der Laufentaste, ne? Ja. Und das ist halt so der direkteste Weg, deswegen mache ich das immer ganz gern. Und mich können hier keine Blumen angreifen. Ja, auch nicht. Da. Was ist eigentlich im Chat los? Siehst du, dafür ist das ganz gut, da kann man eben mal in den Chat reingucken. Der Chat schläft gerade ein bisschen. Ja. Kann ich gucken, so bei allen anderen mit rein. Kinder, ist was los mit euch? Das Biest habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen jetzt. Aber ich muss mal Stamina sagen. Hexo guckt ein bisschen so mal. Oh ja, da ist ja wirklich nichts los. Ist überhaupt noch einer da, Leute? Tommy ist wach. Tommy, du hast aber wenigstens ein Nickerchen gemacht, so lange wie du gebraucht hast. Bisschen, ne? Die Latenz, die zähle ich jetzt nicht dazu, die stimmt nicht. Meditiert über Bord. Die wird einfach mal in meinem Kopf ausgeblendet. Ein Geräusch, eine Pflanze. Besondere Art. Gespannt am Zuschauen seid ihr, wie er am Drillen ist. Wow. Und ich das Licht vergesse nachzuziehen. Oh, ich bin gleich zu Hause, wie schön. Ja, ja, ich habe gerade Plant Power. Du wirst da angegriffen? Nein, jetzt nicht mehr. Ich hab's nur aufblitzen sehen, deswegen war das meine Frage. Alles gut. Genau. Ich einen hab. Sagt der Paderborner, der Zwangspaderborner. Mit seiner dünnen Leitung. Genau. Ich hätte mir noch ein Bierchen holen sollen. Darfst du eins holen, ne? Nein, ich müsste erst los. Ich habe ja gar kein Zuhause. Ach, du musst, nee, musst du nicht, oder? Du, ich habe nur wenig Alkohol zu Hause. Also in der Regel halt das, was ich dann so mal trinke. Und das sind dann meistens so 2, maximal 4 Bier. Okay. Und das reicht dann. Nö, das reicht dann für 1, 2, 3 Wochen. Je nachdem. Okay. Mal halt weniger, mal halt mehr. Ah, ich bin da. Ich brauche noch 173 Meter. Dann kannst du ja schon mal ein bisschen reinsortieren. Die Erze, wie gesagt, nach ganz unten. Und der Mond ist aufgeploppt. Na schön. Und das Beste ist, wenn du das
erzmäßig unten so sortierst, wie wir oben die Barren sortiert haben. Das heißt, das Silikon am Ende und das Eisen am Anfang, weil das ziemlich gleich aussieht, weißt du? Ich sehe das Pflanzenlicht, die Tomaten dürften auch fertig sein. Und wir können Kühlschrank bauen. Weißt du, was das dann auch bedeutet? Wir können bei Dosenfutter machen. Dosenfutter ist gutes Futter. Ich habe gerade gedacht, wir können was kalt stellen. Ich zeige dir jetzt erst gleich nochmal, was du lernen musst. Das heißt, wir gehen quasi gemeinsam in den Tech-Tree rein. Ich habe im Tech-Tree noch gar nichts gelernt im Moment. Oh, dann wirst du dich komplett hochlernen müssen. Dann gehen wir jetzt erstmal direkt in die Bereiche rein, die wir haben müssen. Das heißt, du musst ja verschiedene Sachen lernen, um andere lernen zu können. Und dann gehen wir jetzt gleich direkt erstmal durch dein Tech-Tree durch, sodass du die Waffen auf jeden Fall herstellen kannst für die Base. Das ist jetzt mal das Wichtigste überhaupt, würde ich meinen. So.